Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir spielen als Maurya. Besser gesagt, wir haben als Maurya gespielt, jetzt spielen wir weiter als Barat Warscha. Ja, genau, wir haben es geschafft, wir haben unseren Subkontinent vereint. Wir heißen jetzt Barat Warscha. Wir haben das in der letzten Folge geschafft, indem wir hier oben den Krieg im Osten gewonnen haben. Und ich dachte erst, wir müssten Kalinka noch integrieren, aber die sind ja unser Klientelstaat und das reicht halt aus, um Barat Warscha zu bekommen. Ja, genial, einfach genial, wir haben es endlich geschafft. Des Weiteren seht ihr hier die Flotte, da hatte ich mir nochmal extra eine Notiz gemacht. 1. Juli 670 ist die von hier hinten losgesegelt und die soll ja ganz in den Westen unseres Imperiums segeln, um hier die, ich weiß gar nicht, wie viel Axt das jetzt hier waren, die ja drauf sind. Eins, zwei, oh, es sind nur noch zwei Axt, ja. Und da sind wir beim nächsten Thema. Apropos Axt, wie ihr hier rechts seht, habe ich offline, in Anführungsstrichen, ja, hier mal ein paar neue Axt rekrutiert. Ein paar. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch ein paar aufgelöst. Wir hatten ja am Anfang, ich glaube, auch leichte Infanterie noch mit drin in unseren verschiedenen Axt. Und die habe ich jetzt zum großen Teil, wo es ging, aufgelöst. Auch ein bisschen Gold investiert, um Veteranen zu belohnen, dass man die überhaupt auflösen kann. Weil ihr wisst das ja, das Problem, wenn Kohorten loyal gegenüber einem General sind, kann man die nicht einfach so ohne weiteres auflösen. Da muss man erstmal deren Loyalität, ich nenne es mal brechen. Genau. Das nächste ist, wir haben hier drei illoyale Charaktere. Da würde ich auch mal ganz gern nachschauen wollen, ob man nicht da irgendwie einen wieder auf unsere Seite ziehen können, weil im Moment haben wir nur eine automatisierte Ack. Und das ist ja okay. Also noch schöner wäre es, wenn das gar keine automatisierte Ack hätten. Aber das wäre ja okay, wenn wir die hier irgendwie dann wieder in unsere Gefilde bringen könnten. Wartet mal, wieso ist denn das hier? Deswegen war die automatisiert. Ich dachte, der wäre abtrünnig. Aber ist er ja gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann habe ich ein paar Provinzpolitiken auch offline umgeändert. Wir hatten ja eine ganze Menge Redemacht angespart. Da war, hat er. Hat die KI wieder ein paar, ja, sinnlose Provinzpolitiken mit drin gehabt, die sind umgeändert worden. Und ansonsten werden wir jetzt erstmal unserer Flotte folgen, dass die halt hier ankommt im Westen. Genau. Das war es jetzt, glaube ich, erstmal. Aber als erstes schauen wir, wie versprochen, hier mal durch. Das ist ein Statthalter. 0,05 verliert er, weil er Besitztümer verloren hat. Wollen wir den Besitztum gewähren? Könnten ihn jetzt auch einfach bestechen. Wieso können wir denen nichts Gutes tun und ihm kein Besitztum gewähren? Hä? Ohne Besitztümer, vielleicht deshalb. Da habe ich gerade einen Denkfehler, aber okay, er ist 77. So viel dazu. Er ist 74, da werden wir auch nichts mehr hinein investieren. Er ist 70. Ja, Leute, das lassen wir laufen, die drei illoyalen Charaktere. Die haben schon ein gewisses Alter. Ja, das nächste, ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht, weil wir wollen ja schon versuchen, hier als erstes das Spiel zu beenden. Es dauert zwar noch ein paar Jahrhunderte nicht, aber ein paar Dutzend Jahre dauert es noch, bevor das Game dann hier schlussendlich am Ende angelangt ist. Und das Ding ist, was machen wir mit Santonien? Das sind die einzigen, die mit Aeolien natürlich, die ja vielleicht noch an uns rankommen könnten. Aber Aeolien ist, glaube ich, gerade
versinkt im Krieg. Ja. Also Santonien, was man halt machen könnte, ist, wir konzentrieren uns auf unser eigenes Reich, ja, dass wir sagen, wir werden versuchen, überall unsere Kulturen, unsere Religionen auszubreiten und werden uns auf ein Minimum, was das Erobern anderer Gebiete angeht, beschränken. Oder aber wir sagen, wir versuchen hier irgendwie ans Mittelmeer zu kommen, heben dann hier eine große Flotte aus, schicken die hier nach Gallien und stiften dann hier mit unseren Armeen Chaos. Aber das kommt mir irgendwie ein bisschen, ja, albern vor. Also möglich wäre es, ja. Aber das, wie gesagt, das kommt mir wirklich irgendwie ein bisschen albern vor. Also denke ich, werden wir uns auf die erste Variante fokussieren und im nächsten Krieg gegen die Seleukiden, der glaube ich auch bald wieder möglich ist, 672, ein Jahr noch, dann könnte man den Krieg erklären, auf ein paar Gebiete hier unten beschränken, dass wir die erobern. Und dann werden wir versuchen, wirklich mal größere Reiche vielleicht aus dem Seleukidenreich herauszubrechen, dass die mal versinken im Chaos, weil die sind nach wie vor immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Ja, also 200 Kurden, Mama mia. Okay, jetzt lassen wir es aber wirklich mal ein bisschen länger weiterlaufen. Und ich nehme einen Schluck Wasser. Gerade mal eben nachgeschaut, Opfer an die Götter. Das läuft noch. Was wir jetzt hier dann uns anschauen müssen, ob wir hier überhaupt mit dem Gold hinkommen. Also wirklich eine ganze Menge, was wir da rekrutiert haben. Alles Elefantenkohorten. Ich glaube, das ist einer von den dreien gewesen, ja. Von den Illoyalen. Ist einer gestorben. Der hatte also sogar ein Amt inne als Statthalter. Müssen wir mal nachschauen. Ja, wichtiger Posten, Persepolis, riesengroße Stadt. Was haben wir hier für einen? Das ist 31. Forschungspunkte minus 10%. Naja, das gefällt uns nie so. Steuern lokal, das ist auch quatschi. Hier hat man einen 16 Jahre jung und den 10er. Wir nehmen den 10er. Ist eine große Provinz, eine wichtige Provinz. Da können wir mal ruhig den Guten auspacken. Die Flotte ist bald angekommen, Freunde der Nacht. 1. Juni 670 sind wir losgesegelt. Der nächste, einer von den Illoyalen, der gestorben ist. General der 5. Ack. Oh, Primärerbe war der sogar. Aha. Ja, die haben immer noch keine Kinder. Verdammte Hacke, was ist denn hier los? Ist einer von euch irgendwie krank? 41. Und sie? 35. Leute, ihr müsst hier mal für Kinder sorgen. Ach, Mann, 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 Mann. Charakter beeinflussen. Der hat gar keine Ambitionen. Die sind zufrieden. Dann kommt es doch garantiert wieder zu einer Nachfolgekrise, wenn wir keinen richtigen Erben haben. Na, mal gucken. So, jetzt sind wir angekommen.
Am 27. Dezember, das heißt 1,5 Jahre gesegelt. Gruselig. Das ist heftig, finde ich. Hier unten sind wir relativ dünn besetzt mit Axt. Ich glaube, ich habe auch ein oder zwei neue Axt, komplett neue Axt ausgehoben. Jetzt nicht nur Axt verstärkt, also ja, sondern halt auch neue Korden, komplett neue Korden ausgehoben, um komplett neue Axt zu erstellen. Sven hat mir auch ein paar Gesetze angeschaut. Da gibt es eine ganze Menge Gesetze, die für uns mittlerweile interessant wären, aber dazu muss die Stabilität sich natürlich erstmal erholen. Weil mittlerweile ist es so, dass wir 23 Stabilität kostet uns das, wenn wir neues Gesetz einführen wollen. Strabe einen schrecklichen Fieber. General der siebten Ack. Unübertroffener Reichtum. Kennen wir das Event? Ja, wir können uns sagen, Ihr Anspruch scheint legitim zu sein. Sie erhält 1000. Oder wir sagen, teilt es gleichmäßig unter allen Anspruchstellern, einschließlich dem Staat auf. Müssen wir jetzt aber nicht machen. So, wir haben genügend Gold im Moment. Und die 100 Gold, die wir da als Bharadwaja erhalten würden, tropfen auf den heißen Stein. Wir geben es alles unserer Nichte. Nee, der Nichte vom Statthalter vom Apparantien, ja. Bitte sehr. Phrynischere Wolte wollte mit uns handeln. Auf frischer Tat ertappt. Er hier wollte jemanden umbringen mit einem schweren Knüppel in der Hand. Butubala Watsa, ihn wollte er umbringen. Ja, wir wollen den jetzt nicht deswegen einsperren. Oh, ja, dann verliert man halt wieder diese 10 Stabilität. Das General der 10. Ack. Dann sperren wir ihn halt lieber ein, weil wir wollen ja ein bisschen Stabilität anhäufen. Und jetzt hier 10 Stabilität zu verlieren. Nee. Dann ab mit ihr ins Gefängnis. Ein paar Nächte im Kerber werden ihn wieder zur Besinnung bringen. So, wie ihr seht, sind hier ein paar Elefantenkohorten entstanden. Wir werden die zusammenziehen. Dann eine neue Akt draus machen. Militärische Umstrukturierung. Was bekommen wir denn? Mehr Armeemoral, 5 Loyalität oder wir verweigern ihm das. Ja, soll er machen. Umstrukturierende Befehlshierarchie. Wir haben Vertrauen in Caravela. Kalinga. Ja, komm. Lass uns Freunde werden. Ich glaube, ich habe jetzt hier einige Armeen zusammengefasst, wo ich einfach die hätte erstmal laufen lassen müssen, befürchte ich. Naja, was soll's. Weil man kann ja bei den Axt, wenn man hier so draufklickt und dann zur Armee rekrutieren machen. Und ich glaube, da habe ich jetzt einfach ein paar abgebrochen. Leider. Ich knilch. 3, 6, 8. Hier läuft keiner. Die können wir wirklich zusammenfassen. Ja, Lung will mit uns handeln. Machen wir gern. Jetzt fassen wir die hier zusammen. Und werden hier noch eine Armee dazu rekrutieren. Eine Kohorte, dass wir auf 12 kommen. Ich
Ist auch wieder einer gestorben. Dieses Autosave dauert irgendwie gefühlt immer länger. Ein Kind wurde geboren. Gott sei Dank. Endlich. Ja, ein Sohn. Super. Hier werden wir auch nochmal 4 Kriegselefanten-Kohorten dazu rekrutieren. 1, 2. Wieso geht das nicht? Doch, geht. 3, 4. Die Ack werden wir auch mit natürlich an die Front zu den Seleukiden ziehen. Hier unten werden wir vielleicht noch ein bisschen was benötigen an Axt. Sumpfland, na, da bekommen wir doch bestimmt Zermürbung. Ist alles Sumpfland hier. Dann stellen wir die mal zu der Festung mit hinein. Einen Moment, Leute, ich werde gerade angerufen. Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Bin wieder zurück. Also, die schicken wir hier hin. Die Ack. Wer ist gestorben? Starb an den fortgeschrittenen Stadien einer Geschlechtskrankheit im Alter von 74. Okay, er war Statthalter von Partien. Jetzt brauchen wir einen neuen Statthalter in Partien. Das muss kein besonderer sein, weil ihr seht das ja hier gerade. Wie sagen wir dann dieses kleine Gebiet hier oben, diese kleine Stadt? Da können wir nicht ganz so gut talentierten nehmen. Gibt es denn einen? Wir hatten ja die Ra-Familie, ist nach wie vor verachtet. Oh ne, jetzt haben wir hier auch noch eine andere verachtete Familie. Dann nehmen wir den hier. Das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Stadt hier, ein kleines Gebiet, wo da herrscht. So. Ich will jetzt mal kurz nachschauen. Familien. Ja, die Ra-Familie nach wie vor verachtet, ansonsten passt alles. Da waren es mittlerweile 2 Familien, die da etwas stinkig auf uns waren. Er ist jetzt gestorben. Statthalter von Baktrien. Ich glaube, das ist ein wichtigerer Posten. Ja. Dann nehmen wir einen anständigen. Muss jetzt kein Spitzenmann sein, aber ja, einen 7er wäre doch okay. Einen 8er ist auch okay. Der ist 16 Jahre jung. Nehmen wir den mit rein. So, hier sind neue Truppen entstanden. Wir ziehen die erstmal alle zusammen. Hier oben können wir neue Truppen dazu rekrutieren. Da sind noch ein paar im Bau. Wir lassen die restlichen jetzt mal noch im Bau. Bis die ab. Also im Bau. Ja, die Ausbildung. Wir lassen die mal weiter ausbilden. Vielleicht kommen die ja noch mit hier hinein, aber ich denke mal eher, das wird nicht der Fall sein. Aber wir lassen das mal durchlaufen. So, wohlhabende Gönner. Die Stadt Sgave wurde schon oft von den reicheren Gönnern unserer Hauptstadt beobachtet. Heute jedoch hat Kandaham Mahanga angeboten, eine beträchtliche Menge seines Reichtums in den Bau eines Tempels zu investieren. Er hat um unsere Erlaubnis gebeten, bevor er mit dem Bau beginnt. Oder wir sagen, überzeugt ihn davon, in etwas anderes zu investieren. 2 Sklaven.
Bringt uns denn der Tempel hier überhaupt irgendwas? Apropos, achso, ja, hier gibt es ja in der Spielversion auf 1.1 noch gar keinen Tempel. Also die Unruhe würde dann halt hier gesenkt werden. Ja, dann baut einen Tempel, dass die Unruhe gesenkt wird. Ist okay. Ja, auf 10k, glaube ich, hatte ich das jetzt dann hier gestellt. Dass wir Axt mit 10, jeweils 10 Kohorten Kriegselefanten rausbekommen. Fassen wir zusammen, dann halbieren wir die Truppe. Und auf geht's an die Front. Das ist die 36. Ack. Und dann haben wir hier noch die 6. Ack. Das haut, glaube ich, auch alles überhaupt nicht mehr hin hier mit den Bezeichnungen. Das werde ich aber mal in Anführungsstrichen offline machen und da mal alles durchgehen und das hier vielleicht umbenennen, weil ja, haut es wirklich alles komplett durcheinander. Zwei entstanden, die nirgendwo hinziehen. Dann können wir die hier mit zu dieser Ack hier oben hin beordern. Phrygnische Revolte wieder, will wieder mit uns handeln. Machen wir sehr gern. Gold läuft richtig gut. Das ist krass, dass das so wenig Auswirkungen jetzt hat. Die ganzen neuen Kohorten, die wir da jetzt rekrutiert haben. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Gut, es sind 60 oder 70. Wir hatten, glaube ich, zwangsweise kurzzeitig mal 290 Gold pro Runde. Und jetzt noch 220. Das ist heftig. Hier werden wir noch zwei Kurden dazu rekrutieren. Ja, da haben wir jetzt 317 Kohorten. Natürlich abzüglich der ganzen Kohorten, die hier hinten rumstehen. Oh, da sind 42 frei geworden. Die waren unter Kontrolle von irgendeinem Illoyalen gewesen. Wir werden die Kriegselefanten einfach mal herausnehmen. Neue Einheiten erstellen, komplett die Kriegselefanten rausnehmen, den Rest lösen wir auf, Leute. Ja, wir haben jetzt hier 7 Kriegselefanten, da werden wir 3 dazu rekrutieren. Und diese Ack lassen wir sie durchs ganze Land marschieren. Ja, komm. Soll sich mal nach Westen begeben. Marschieren die? Ja, die marschieren auch. Sehr schön. Die sind unterwegs. Was mit der Acker? Die marschiert auch. Sehr gut. Ja, wir sind im Großen und Ganzen, wenn die hier vielleicht angekommen sind, an ihren jeweiligen Zielen, das aber noch eine ganze Weile dauern wird. Deshalb werden wir die mit unserer Flotte abholen.
Gerüstet für einen Kampf, einen erneuten Kampf gegen die Seleukiden. Die noch abholen. Ich denke, dann haben wir genügend Truppen hier an der Front, um es nochmal mit den Seleukiden aufzunehmen. Wir können das ja nochmal kurz überfliegen. 30, 40, 60, hier nochmal 10, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 Kohorten. Dann können wir uns locker noch 2, 3 Söldnerarmeen leisten. Und würden dann den Seleukiden erneut den Krieg erklären. Also mit ein bisschen Glück in der nächsten Folge gibt es dann wieder einen Krieg gegen die Seleukiden. Was ist denn hier los bei denen? Ah, die haben ja Barbaren in ihrem Gebiet. Da müsst ihr euch mal drum kümmern, ihr Seleukiden. Ja, also, Freunde der Nacht. 26,5 Minuten sind rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Rechts oben und rechts unten sind da die jeweiligen Buttons dafür. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Zahadum zeugt Imperatorum mit Bharadvaja. Bis dahin, bye bye, euer Zahadum.